Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute einen Vergleich zwischen zwei Fontänen mit dem Smarty-Effekt. Den Effekt kennt ihr bestimmt alle, denn der ist auch in der Laserfontäne von Lidl verbaut. Und zwei Fontänen mit diesem Effekt gucken wir uns jetzt mal an. Wir starten mit der Jumping Jelly Bean Fontäne von Vulcan Fireworks. Die kostet ungefähr 8 Euro und hat eine NEM von 150 Gramm. Und das Ding ist eine Fontänenbatterie. Ja, wo ist die Fuse? Muss einfach mit dem Finger reinstechen, glaube ich. Ah, sagen wir mal so. Glückssache. Also hier... Da. Auf jeden Fall immer eine Farbverwandlung. Und jetzt einfach nur rot. Und nochmal alle Farben. Boah, stabile Brenndauer. Schön abwechslungsreich. Und ein wirklich geiler Effekt. Ey, cool. Hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf das Teil von Funke. Und als Gegner haben wir die Regenbogenfontäne von Funke. Die kostet ungefähr 1 Euro weniger, also 7 Euro. Allerdings hat die auch ganze 50 Gramm NEM weniger, also nur 100 Gramm. Auch das hier ist eine Fontänenbatterie. Und wir gucken uns jetzt mal an, ob das Ding besser ist. Da gibt es sogar zwei Anzündungen dran. Oha, ich weiß jetzt nicht, ob das Ding durchgezündet ist oder ob das so sein sollte. Auf jeden Fall sind die alle sehr gleichzeitig angezündet worden. Hier sind auf jeden Fall 4 Einzelfontänen drin und hier waren 6 Stück drin. Und ich muss auch sagen, dass mir von der hier diese Smarties besser gefallen haben. Also die sahen einfach ein bisschen cleaner aus. Deshalb mein Gewinner tatsächlich hier, Jumping Jelly Beans von Vulcan. I remember you.